Herzlich willkommen zurück zu Dead Space mit Mr. KiwiKLP. Ja, wir haben im letzten Mal Level 9 abgeschlossen oder Mission 9. Hier sind schon wieder Kerzen. Das kotzt mich jetzt schon wieder an, wenn ich das sehe. Wir erinnern uns an das Kapitel, deswegen kotzt wie immer sieht unser Leben scheiße aus. Eigentlich. Naja, das geht. Das sind jetzt deine Anfangsbalken, die du am Anfang des Spiels hattest. Genau. Naja, was soll's. Stell dir vor, du hättest jetzt noch 4 Leben. Ja, hab ich ja nur. Ne? Nee, jetzt, ich meine, dein Rig nicht aufgerüstet, sondern nur noch so 4 Leben. So, jetzt untersuchen wir natürlich erstmal hier alles. Ich will keine Zeit schinden. Er will eigentlich nur noch da durch. Ja, eigentlich schon. Das sind alles Puppen, glaube ich, oder sind das richtige Leute? Oh, das sind richtige. Schlag die mal die Köpfe ab. Das sind richtige. Schlag die mal den Kopf ab. Ja. Da müssen die aber sich mal hinlegen hier. Nee, du kannst aber auch schlagen, du musst ja nicht unbedingt treten. Kommst du jetzt her? Dein Kopf ist meine. So. Ja, ihr wisst, ne, warum wir das machen oder ich das mache. Weil es dir Spaß macht? Nee, Spaß bestimmt nicht. Wer will schon gern seinen Kopf verlieren, selbst wenn er tot ist? Ah, ich. Ja, das haben sich die bestimmt auch gedacht, die ganz früher mit so einem geköpft wurden. So, der ist weg. Aber ich glaube, die werden, glaube ich, doch gar nicht verwandelt, oder? Wenn du wiederkommst, wenn du also das Kapitel abgeschlossen hast, werden sie, glaube ich, verwandelt. Ach so? Na, dann mache ich doch alle. Also, Leute, dann muss ich das aus Sicherheitsgründen jetzt mal machen. Leg dich mal schon hin. Der Arzt ist da. So. Der Chirurg. Sauberen Schnitt. Leg dich mal hin. So kann ich nicht operieren, aber jetzt so. Dir empfehle ich nämlich Amputation. Du hast nicht so viele Beine. So, leg dich mal hin. Ich weiß nicht, ob ihr es hört im Hintergrund. Da singt jemand. Hier. Drecksbande hier. Jetzt verliere ich Drecksbande. Den Kopf endlich hier, los! Schmein hier! So geht doch. So, ja, Impulsgewehr haben wir jetzt wahrscheinlich ganz schön viele Munition. Da ist der Fahrstuhl. Aber ich muss wahrscheinlich erstmal hin zum Fahrstuhl, ja. Wie immer. So, wir sind da die Treppe runtergekommen. Gucken wir hier nochmal. Gucken wir erstmal hier rein. Was hier so schön ist. Hier gibt es nämlich auch noch was. Nebel? Nein. Komm mal rauf, mach auf die Hütte. Was war das? Hast du das gehört? Ich gehe lieber erstmal einkaufen. Ich hab nichts gehört. Da hat's gerade gebrüllt. Also es hat sich angehört, als wenn da ein Unsterblicher gerade irgendwo durchbricht. Mal doch nicht den Teufel an die Wand, am Ende kommt da jetzt einer. Oh, Diamant, 25.000. Aber ihr wisst, ich glaube, Platin gibt 50.000. Ihr wisst, Leute, ich muss sparen für... Aber wir könnten jetzt mal Impuls einsetzen. Da haben wir ja 100, 200, 300, 400, 500. Benutze es doch, aber ich glaube, das hast du noch gar nicht gelevelt, oder? Nein, nur einmal Schaden, einmal Dings. Von ach so, 50, Schaden, von ja, okay, 50 dann. Munition auf 100 Munition. Wir brauchen aber wieder Medikits, also da kommen wir nicht drum rum. Und ich nehme am besten lieber halbe, ne? Zwei. Ja, jetzt das Geld schon wir fast alle. Aber. Ein kleines noch. So.
Das kleine nehmen wir mal gleich. Hat er jetzt das kleine genommen oder ein großes? Das kleine. So, wollen wir nochmal in den Raum gucken hier? Ja, ne? Kannst du machen. Aber warte mal, ich hab grad was gesehen. Deswegen habe ich das nicht. Mal Level 4 Anzug, Level 5 Anzug haben wir jetzt. Wow. Ja, also die hat jetzt wirklich sehr viel Munition, wenn ich mir nicht alles täuscht. Ist hier das Basketballfeld. Genau. Textdatei. Kevin, komm zurück. Könnt ihr lesen? Müssen wir hier alleine jetzt durch? Eine Weile? Finde ich nicht super. Ja, und hier bei dem Bass, das werde ich aber nicht machen. Also wenn man jetzt hier sehr viel Zeit verbringen will, ihr seht ja hier die ganzen Schränke zu, dann kann man, wenn man das Spiel hier macht, kann man das spielen. Ich weiß auch nicht die Spielregeln jetzt. Da habe ich jetzt auch keine Ahnung von. So, hier kommen jetzt Feinde. Habe ich auch keine Lust drauf. Das ist nämlich alles, was man brauchte. Das sind zwar nur ein paar Babys, aber Leute, ehrlich jetzt, und mehr gibt's hier drin auch nicht. Man könnte jetzt die Babys töten und dann könnte man das Spiel hier spielen. Ich weiß aber, wie gesagt, ich kenne die Spielregeln nicht. Ah. Ist das ein Baseballstand? Naja, ich habe gerade gesagt, man könnte hier spielen. Das Spiel ist Mist. Ich habe mir aber nur das Ding, die CD geholt. Weißt du? Mhm. Ich glaube, ich musste hier eigentlich noch gar nicht hin, aber ich habe es schon mal einfach gemacht. Ich sollte ja eigentlich mit dem Fahrstuhl erst runterfahren. Aber ich dachte mir, ach, was soll's. Was du weg hast, hast du weg, stimmt's? Brauchen wir hier auch nicht mehr hin. Ja, und da ist noch was. Hab ich vorhin gar nicht gesehen. Immer schön alles mitnehmen. Ich wechsle aber jetzt mal auf den Plasma-Cutter. So. Ja, und da sind ja nur, da war ein kleines Medipick, was ich mir gleich eingepfiffen habe, siehst du ja. Ja. Und ja, jetzt kommen sie. Siehst du? Ich hab's doch gesagt. Kleines Miststück. Lebst du immer mit einem Arm? 3000. Besser ist es, Sauda. Und ich hasse ein paar Quappen. Drecksviecher. War da nicht noch einer? Ist die wieder abgehauen? Hehe, die hat keinen gefunden, ist schnell wieder abgezischt. Ja, bloß gut, dass wir vorhin hier die ganzen Köpfe geköpft haben. Die ganzen Köpfe geköpft? Köpfe geköpft. Weil wir der Kopfköpfer sind. Achso, ich habe Level 4, Level 5 Schema-Anzug gefunden. Echt gut. Ja, können wir gleich mal einlösen. Hier, Level 5. Leider, jetzt können wir nur mal gucken, höchstens was der kostet.
Ein Vermögen 60.000. Mir fehlen 40.100. Oh mein Gott. Wie viel kostet der? 60.000. Hast du irgendwelche Waffen, die du gar nicht benutzt, die du dann verkaufen kannst? Nee, ich habe gar nichts im Safe. Und ich benutze ja hier momentan, von denen benutze ich ja alle Waffen. Und man, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, aber das Impulsgewehr soll beim Endgegner ganz effektiv sein. Oder? Ansonsten würde ich das jetzt verkaufen. Höchstens. Du hast deine Plasmakarte doch. Weil damit schieße ich ja, sowieso andauernd daneben. Immer. Und Munition hat es ja auch noch genug. Ja, dann verkaufst du das Impulsgewehr, weil das benutzt du, im Endboss würde ich auch eigentlich die Plasmakarte benutzen, weil du den ja am meisten aufgerüstet hast. Dann würde ich sagen, der bringt auch mehr. Impulsgewehr, deutlich mehr. 18.000. Ja, jetzt fehlen uns noch Energiekanone. Da kannst du auch zwei Packs verkaufen. Fehlen uns trotzdem noch 6.000 fehlen jetzt noch. Ich werde mal das Stase-Pack verkaufen. Medipack auf gar keinen Fall. Jetzt fehlen noch 3.000. Jetzt eine Strahlmunition, ein Strahlmunition 6er Pack würdest du das Geld dann haben, aber Strahlmunition. Ach, das ist die. Da habe ich nur eine. Naja, gut, muss 5er vielleicht noch welche. Da finden tust du sowieso sehr viel. So. Na, jetzt haben wir uns wieder ganz schön runtergemagert, aber es lohnt sich, glaube ich. Weil der Anzug eben. Jetzt kriegst du ein volles Inventar, ne? Ja. Der ist einfach. Also, der hält mehr aus, das schon mal, ne? Definitiv, ja. Also, wir halten dann mehr aus. Sonst wäre es ja hohl, sich einen neuen Anzug zu holen. Und alles dafür wegzuscherbeln, ja. Genau. Ich finde, Dead Space 2 haben die Anzüge trotzdem so geiler gemacht. Und jetzt sind die Dinger auch richtig rumgebogen, also am Körper so. Wenn ihr seht, vorhin haben sie so ein bisschen abgestanden. Bitte? So, aber der Schenkel meine ich jetzt und so. Auch der ganze Brustkorb und so ist jetzt. Ja, jetzt bin ich pleite. Was und damit hast du den letzten Anzug des Spiels. Ba-ba-da-ba. So. Genau. Naja, der letzte Anzug war es nicht, aber. Das ist aber erstmal jetzt vom Spiel der letzte. Vom. So zum Suchen, ja. Wieso gibt's denn hier keinen Speicherpunkt? Gibt's hier nicht. Gibt es hier nicht. Ich hoffe, dass unsere Munition jetzt noch reicht. Ich glaube, hier kommen jetzt gleich welche. Sobald ich das hier aufhebe. Unitology Artikel. Super, wir wollen jetzt auch was kaufen. Wir sind nicht Sammlerstück geil. Das geht ja wirklich lange. Stell mal vor, das musst du vorlesen. Oh nee. Ich schieße alleine hier 10 Minuten. Leute, ich sag jetzt schon mal, ich werde nicht vorlesen. Also ich auch nicht. Übrigens, in keine von meinen Let's Plays. Also zumindest was Spiele betrifft, wie so ähnliche Shooter, Horror, da werde ich nichts vorlesen. Wenn irgendwann mal später, ich speichere mal hier, wenn irgendwann mal später bin ich noch am Überlegen, eventuell. Aber dies Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Eventuell Final Fantasy die Reihe. Also aber erst ab Final Fantasy 7. Cool. Und dann aufwärts, also 7, 8, 9, 10. Dann 10-2. Dann also 12. Und dann 13. Also was Final Fantasy angeht, da haben die immer wieder neue Ideen, um das Spiel weiterzuführen, hey. Ja. Weil da gibt's ja 13 Teile schon. Ich soll da hinten hin. Und hier konnten wir nicht rein? Von da bist du gekommen. Ne, wir sind doch mit dem Fahrstuhl hochgekommen. Da. Ja, ne, geh mal da lang. Da findest du was Schönes. Toiletten hier oder so?
Nee, das ist keine Toilette. Na, kannst du da schon durch? Ah, nee, schade. Nee. Also mehr, ich dachte jetzt, ja, da wird gleich wieder jeder einspringen. Nee, weil da hinter der verschlossenen Tür ist ein Dreier-Medikit. So, Knoten haben wir, okay, ne? Daniel, du kannst froh sein, du hast jetzt die stärkste Rig, die es gibt. Ah, hier kommen. Das musst du dir mal angucken. Was die zwei da, die zwei Männer machen. Das ist doch der Verrückte, der diesen unendlich Freak auf uns gehetzt hat. Ja. Der lebt immer noch, das Schwein. Wiedergeburt. Vielleicht sticht er ihn da den Dolch, glaube ich, im Kopf. Ach nee, ist ein Meißel. Ist gar kein Messer. Nur schlimm genug, oder? Sie sind bereit. Ja. Nehmen Sie sie an. Heißen Sie sie willkommen. Was für ein Arsch. Hier Klebre und so, ne? Ja. Kann das sein, dass hier nachher auch wieder so ein langer Arm kommt, der mich zieht irgendwo hin? Nein. Aber besser ist es. Ich glaube, da kommt gar keiner mehr. Hab schon du hast die doch das schlimmste Befürchtung gehabt. Du hast doch das Viech mit der AAS-Kanone weggeballert, ne? Ja. Das Viech hatte ich immer gezogen. Ach so, aber da können wir auch rein. Erstmal da gucken gehen. Wir müssen, glaube ich, dahin. Ja. Was ist hier? Ja, ich habe es zwar schon mal gespielt, aber wie gesagt, ich kann mich an viele Stellen nicht mehr so erinnern. Da liegt auf jeden Fall was. Na, da erinnere ich mich besser dran, weil ich es ja geharzt habe regelrecht. Naja, Dead Space 1 nicht, aber Dead Space 2. Habe ich geharzt. Und, ja. Aha. Aber gegen Fettbauch da hinten bringt die Waffe nichts, ne? Du musst dich da vorstellen vor das Vieh, aber da weil er killt dich. Noch wieder hat der jetzt so gerülpst. Ich war's, mein Spaß. Ich war's nicht, keine Angst. Ich war's nicht. Jetzt hört doch mal auf, Jung. Ich bin gleich tot. Das gibt's doch ja nicht. Warum? Das Vieh so zäh ist. So ist doch immer. Jetzt haben wir das. Da noch einer. Ey, jetzt haben wir hier fast alles verbraucht. Hat's auch was gebracht dafür, oder? Nö, ein kleines Medipack.
super. Und einmal diese Scheiße. Aber wir müssen nachher hier lang und... Kannst du nicht da schon ran? Du hast doch die CD schon, oder? Ja. Höchstens. Der Waschbaum. Plumpsklo. 3000. War da hinten noch was? Ja. Ein kleines Medipack. Oh Gott, wenn ich bedenke, was auf Dead Space noch alles auf mich wartet, ey. Oh, nee. Ja. Oh, das kann ich dir sagen, ja. Du meinst die CD. Benötigt, Schlüssel. Und so. den gibt's leider da unten. Aber da haben wir das schon mal geschafft, weil ich wusste jetzt nicht, ich nehme mal die jetzt. Vielleicht finden wir ja hier noch einiges. Ich glaube, hier kommen aber auch noch da unten kommen so eine kleinen. Solche so zwei große da, solche, die so. Die so stören, als wären das solche Zombies so. Ach so, die so rumspacken. Ja. Die so richtig dünn sind, oh. So. So leicht bekleidet und so. Ach, hier draußen. What? Die kommen nicht rein. Der klappert mit seinem Kopf. Was, der knabbert an seinem Kopf? Nee, sein Kopf ist so gespalten und er tut, so klapp, klapp. So, hier werden wir mal schnell diesen hier machen. Gib mir deinen Kopf. Gut. So. Ja, Kohle. Mal lieber was zu heilen geben. Ja, das stimmt, das sollten sie wirklich. Und Leute, ich mach mal hier eben einen kleinen Schnitt. Bis zum nächsten Mal bei Dead Space. Und tschüss. Tschüssi.